Der Flug mit dem historischen Doppeldecker beginnt für unsere Reporterin Dagmar Fuchs sportlich. Das Einsteigen, ein Kletterakt. Einfach aufsetzen wie eine Skimütze. Da sind ja auch noch Kabel, muss ja auch noch rein. Und wenn wir uns unterhalten müssen, dann Windschatten suchen. Sprich, nicht gerade rausschauen, weil sonst haben wir den Propellerwirbel und ja. Das nehmen wir alles, kommt alles ins Mikrofon rein. Und unser Pilot Herbert Schmidt erklärt mir alles geduldig. Seinen Doppeldecker kennt er in- und auswendig. Aufmachen. Mhm. Bei Start und Landung ist es wichtig, entweder zumachen oder aber festhalten. Mhm. Ein bisschen mulmig wird mir dann schon vor dem Start. Jetzt noch mal tief durchatmen. Unser erster Rundflug führt über den Main-Donau-Kanal zur Nürnberger Burg. Von Nürnberg aus geht die Reise Richtung Süden. Unser Ziel, das fränkische Seenland. Beim Anflug überqueren wir den Igelsbachsee und passieren dann die ausgedehnten Sandstrände am großen Brombachsee. Wir bleiben auf Südkurs und erreichen kurz darauf Weißenburg mit seinem ehemals reichsstädtischen Rathaus. Im Hintergrund die gotische St. Andreaskirche. Wir fliegen noch eine Runde und erkennen dann das Ellinger Tor mit dem viereckigen Hauptturm aus dem 14. Jahrhundert. Nach dieser Stippvisite in Weißenburg kehren wir zurück zum großen Brombachsee. Dort erwartet uns eine der Hauptattraktionen des Seenlandes. Das Ausflugsschiff ist ein sogenannter Trimaran. Markus Wilken, Sie sind Betreiber des Trimarans. Was ist denn ein Trimaran eigentlich? Ja, der Trimaran ist ein ganz besonderes Schiff. Und zwar hat der Trimaran drei Rümpfe. Nicht wie ein konventionelles Schiff nur ein Rumpf, sondern drei Rümpfe nebeneinander. Wie schnell fährt so ein Schiff? Ja, im Moment werden wir 13,5 km/h drauf. Also sehr gemütlich, ein bisschen das Seenland genießen. Ja, wir können auch 15 km/h, aber 13,5 ist unsere Reisegeschwindigkeit. Kreuzfahrtgefühle in Franken. Wir verlassen das Seenland mit Blick auf den kleinen Brombachsee und den Igelsbachsee. Unser historischer Doppeldecker mit dem nostalgischen Namen Miss Sophie nimmt Kurs Richtung Norden. Dort liegt die Hopfenstadt Spalt. Eng nebeneinander die Rokokokirche St. Nikolaus und die Pfarrkirche St. Emmeram. Die Burg Abenberg in der Nähe von Schwabach. Thank you.
Wir verlassen Mittelfranken und fliegen Richtung Oberfranken. Über die Baggerseen hinweg folgen wir dem Mainfluss aufwärts und entdecken so manch verborgenes Kleinod, bis sich unter uns die mächtige Anlage vom Kloster Banz erstreckt. Gegenüber auf der anderen Talseite die Wallfahrtskirche 14 Heiligen. Die Kirche des berühmten Baumeisters Balthasar Neumann gilt als eindrucksvollstes Beispiel des fränkischen Rokoko. Bis heute kümmern sich hier Franziskanermönche um das Wohl der Wallfahrer. Weiter Richtung Norden erreichen wir die feste Coburg. Hohe Bastionen, tiefe Gräben und Zugbrücken verteidigten sie über die Jahrhunderte hinweg erfolgreich gegen Feinde. Im Inneren sorgten Fallgatter, Eisentore und Pechgruben für Sicherheit. Heute beherbergt die Feste unter anderem die Kunstsammlungen der Stadt Coburg und dort erwacht die Ritterzeit wieder zum Leben. Nein, wir sind nicht auf einem Ritterturnier gelandet, sondern in den Kunstsammlungen der Feste Coburg. Hier stehen Rüstungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, also aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und über die Zeit weiß Museumsführer Peter Gutzeit unheimlich viel und es verpackt er in seinen kindergerechten Führungen. Das hier also ist auf gar keinen Fall irgendeine kleine Kinderrüstung. Hier auf der Feste hat tatsächlich ein Zwerg gelebt. Josef Eckelt hat er geheißen. Rupert haben sie ihn gerufen. Und natürlich war er kein Hofnarr am Hofe vom Herzog Kasimir. Das sieht man an dieser 33 Pfund schweren, kugelsicheren Rüstung. Der Herzog hat ihn mit in den Krieg genommen. Nicht um zu kämpfen, dafür war er ja zu klein. Aber er sollte mit, um seinen Verstand aufgehören zu wachsen hat er, aber sein Verstand ist weiter gewachsen. Und diese Schleue, die hat der Herzog sich zu Nutzen gemacht. So ein Helm, und so einen habe ich hier dabei, wiegt 6 Pfund, also 3 Kilo. Das ist also ein wirkliches Problem für den Ritter. Und du merkst, dass 6 Pfund auf den Kopf schon ganz schön drücken können. Ich könnte ja hier noch stundenlang weiter zuhören, aber Coburg hat noch vieles andere zu bieten. Coburger Bratwürste zum Beispiel über Kiefernzapfen gegrillt. Das schmeckt immer. Der Marktplatz mit seiner Renaissance-Architektur und fränkischem Fachwerk zeigt bis heute den Glanz des alten Herzogtums. Der Adel brachte internationales Flair nach Oberfranken. In Bayreuth geht es vorbei am Barockgarten und der Eremitage. Auf dem grünen Hügel sehen wir das Festspielhaus, der Operntempel Richard Wagners. Weiter geht die Reise nach Kulmbach, die Plassenburg mit dem sogenannten Schönen Hof und den berühmten Arkadengängen.
Am Rande des Frankenwaldes fliegen wir nach Kronach. Die Festung Rosenberg, sie bildet den krönenden Abschluss unseres Fluges in den Norden Oberfrankens. Zur nächsten Etappe starten wir Richtung Steigerwald. Über den Weinbergen, Schloss Frankenberg bei Uffenheim. Gebaut als Besitz der Nürnberger Burggrafen, ist es heute ein Weingut mit Restaurant. Das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim. Aus der Luft erkenne ich sogar das Rangaudorf mit Biergarten. Über der Innenstadt von Bad Windsheim nimmt Doppeldecker Miss Sophie Kurs auf das Rathaus. Hoheneck oberhalb von Ipsheim und das rote und das blaue Schloss in Obernzenn. Es geht entlang der Frankenhöhe vorbei an Burg Kollenberg. Nach einer Runde über Schloss Schillingsfürst fliegen wir wieder Richtung Süden und erreichen Ansbach. Die Orangerie und der Hofgarten. Und dann ein einmaliger Blick in den Innenhof der Ansbacher Residenz. Vorbei an der St. Gumbertus und der St. Johanneskirche verlassen wir Ansbach Richtung Südosten. Beim Anflug auf den Altmühlsee ziehen Wolken auf. Doch sogar die düstere Stimmung hat aus diesem Blickwinkel einen ganz besonderen Reiz. Die Vogelinsel einmal aus der Vogelperspektive. Meistens jedoch lockt das Freizeitparadies Altmühlsee Einheimische und Touristen an. Der Blasturm in der alten Stadtbefestigung von Gunzenhausen und die Kirche St. Maria. Dann fliegen wir durchs Altmühltal. In dem historischen Doppeldecker sitzt der Passagier vor dem Piloten. Der weiße Schal ist Herbert Schmidts Glücksbringer. Und tatsächlich läuft das gut 70 Jahre alte Fräulein namens Miss Sophie wie in ihren besten Tagen. Wir erreichen Pappenheim mit seiner Burg und dem mächtigen Bergfried.
Rund ums Altmühltal liegt Deutschlands größtes Abbaugebiet für Natursteine. In großen Blöcken wird der sogenannte Jura-Marmor aus dem Berg gesprengt und von hier aus in die ganze Welt exportiert. Wir erreichen Eichstätt und machen einen kurzen Abstecher nach Oberbayern. Auf der Willibaldsburg erforschen wir die Vergangenheit des Altmühltals. Türkisblaues Wasser, ziemlich exotische Fische und mannshohe Korallenriffe. Man kann es kaum glauben, aber so sah es wohl vor langer, langer Zeit hier im Altmühltal mal aus. Alles unter einem Meer versteckt, ein bisschen so wie auf den Bahamas. Hier im Jura-Museum können sich Besucher auf Zeitreise durch die Erdgeschichte machen. Versteinerungen und lebende Fossilien zeigen einem, wie bunt und vielfältig früher das Leben war. Diese Knochenhechte haben sich in Millionen von Jahren kaum verändert. Der Vergleich mit der Versteinerung eines Schnabelfisches zeigt eine ganz ähnliche Form des Körpers und der Schuppen. Das Fossil ist 150 Millionen Jahre alt. Die Aquarien des Jura-Museums zeigen sogenannte lebende Fossilien. Dazu gehört auch der Nautilus. Er lebt in der Dunkelheit der Tiefsee. Riesige Laufvögel, lebende Fossilien, Dinosaurier. Der wichtigste Fund hier im Altmühltal war aber zweifelsohne der Archaeopteryx. Das war nämlich eine Art Revolution für die Wissenschaftler, weil es der erste Beweis war, dass Vögel von Dinosauriern abstammen. Seit dem 19. Jahrhundert wurden in den Sollenhofener Plattenkalken insgesamt 10 solcher Skelettabdrücke gefunden. Und so könnte er etwa ausgesehen haben, der Archaeopteryx, diese Mischung aus Vogel und Reptil. Und auch Miss Sophie schwingt sich wieder in die Lüfte und dreht noch eine Runde über Eichstätt. Kloster Rebdorf. Der Eichstätter Dom und die Schutzengelkirche. Wir verlassen das Altmühltal und fliegen zum Main-Donau-Kanal. Gleich daneben liegt der Rotsee. Schloss Ratibor in der Stadt Roth. Miss Sophie überquert den Landkreis Nürnberger Land und erreicht Altdorf, die Stadt der Wallenstein-Festspiele. Die Laurentiuskirche und das obere Tor. In Richtung Norden genießen wir den weiten Blick über die Berge der Oberpfalz. Dann drehen wir wieder ab nach Westen. Unser nächstes Ziel heißt Erlangen. Am Kraftwerk vorbei beginnen wir mit dem Stadtrundflug. Die geschwungene Straße entlang, vorbei an der Erlanger Siemens-Zentrale zum Zentrum. Hier erkennen wir deutlich das Schachbrettmuster.
Dieser Teil Erlangens entstand nach dem Ideal einer barocken Planstadt. Wir drehen noch eine Runde über den Schlossgarten, im Mittelpunkt der Barockbrunnen. Die Regnitz flussabwärts nehmen wir Kurs auf Forchheim. Das Rathaus und die St. Martinskirche. Ganz in der Nähe von Forchheim machen wir einen Zwischenstopp und besuchen ein beliebtes Ausflugsziel. Das muss sich auch so ein bisschen anfühlen wie Fliegen, wenn man da in der Gondel sitzt und 10 Meter in die Tiefe stürzt in der Wildwasserbahn. Wir sind jetzt hier im Erlebnispark Schloss Thurn und hier kommen Leute her, die Entspannung, aber auch den Nervenkitzel suchen. Die Ritterschau ist der Höhepunkt im Freizeitpark. Jeden Tag ziehen die tapferen Recken in den Kampf. Seit 12 Jahren schon kommt die Stuntman-Gruppe aus Prag im Sommer nach Franken. Längst sind die wilden Gesellen fürs Publikum gute alte Bekannte geworden. Und mir haben sie nach der Show sogar ein paar Tricks verraten. Das ist Lupin und der dazugehörige Reiter heißt Jörg und ist so der einzige Franke in der Truppe, seit 4 Jahren dabei. Wie funktioniert es mit diesen Lanzen, dass ihr euch nicht irgendwie Hals und Kopf brecht? Ja, also das ist langes Training. Man muss auf jeden Fall immer das Schild treffen vom anderen. Und dann sind Balsaspitzen obendrauf, die dann brechen. Was sind Balsaspitzen? Das ist ganz leichtes Holz, das wird angeritzt und es bricht ganz leicht. Also da reicht eigentlich ein Stupser und dann bricht die Lanze in zwei. Und dich hat es auch schon mal runtergehauen, weil jemand eben nicht so gezielt hat, dass es passt? Nee, eigentlich ist das noch nicht passiert. Also ich falle immer vom Pferd, weil ich muss. Unsere Tour mit Doppeldecker Miss Sophie geht weiter nach Bamberg. Der Kaiserdom und das Kloster St. Michael. Vom alten Rathaus aus öffnet sich das Panorama auf die 7 Hügel Bambergs. Deshalb auch das fränkische Rom genannt, heute Stadt des Weltkulturerbes. Das Ziel der nächsten Etappe ist die Fränkische Schweiz. Pottenstein, hier steht die älteste Burg der fränkischen Schweiz. Seit bald 1000 Jahren thront sie auf ihrem Felsen. Unser Doppeldecker-Oldtimer Miss Sophie folgt dem Püttlachtal. Aus der Luft sehen wir das Panorama der Jura-Landschaft. In Tüchersfeld, dem sogenannten Judenhof, lädt heute das Fränkische Schweizmuseum Besucher ein. Anflug auf den Wallfahrtsort Gößweinstein. Die imposante Basilika erbaute Balthasar Neumann.
Gleich gegenüber Burg Gößweinstein. Angeblich diente sie Richard Wagner als Vorbild für die Gralsburg in seinem Parsifal. Kultur, aber auch jede Menge Freizeitsport. Die Wiesent lockt die Kajakfahrer und Kanuten. Vorbei an Muckendorf erreichen wir bei Streitberg die Ruine Neideck. Eckloffstein im Trubachtal. Das mittelalterliche Stammschloss der Freiherren von und zu Eckloffstein. Ein würdiger Ausklang unseres Rundfluges über die fränkische Schweiz. Die nächste Tour startet ganz im Westen von Franken, in Aschaffenburg. Das Renaissance-Schloss Johannisburg, früher Nebenresidenz der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten, heute eine Zweigstelle der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Dem Main folgen wir flussaufwärts vorbei an dem Schloss der Fürsten Löwenstein in Kleinheubach. Das schmucke Barockschloss inmitten des weitläufigen englischen Parks ist inzwischen ein Tagungshotel. Weiter geht's entlang des Main-Vierecks. Die Ausläufer von Spessart und Odenwald umrahmen den Ort Großheubach. Am Hang in den Weinbergen das Kloster Engelberg mit seiner Wallfahrtskirche. Reger Schiffsverkehr an der Uferpromenade von Miltenberg. Und während mir in der starken Thermik ziemlich schummrig wird, genießen die Kreuzfahrttouristen aus der ganzen Welt ihren Aufenthalt in Miltenberg. Flussaufwärts erreichen wir Wertheim, unter uns die Mündung der Tauber. Über die Fachwerkhäuser und die gotische Stiftskirche hinweg wandert der Blick hinauf zur Burgruine. Einst sitzt der Grafen von Wertheim und bis heute das Wahrzeichen der Stadt. Die mächtigen Bollwerke vermitteln eine Vorstellung von der einstigen Burganlage, bevor sie im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Nur noch die Mauern lassen die weitläufigen Wohngebäude erahnen. Wertheim zählt zu den größten Steinburgen Deutschlands. Und auch in der malerischen Innenstadt gibt es vieles zu entdecken. Im Glasmuseum besuche ich die Werkstatt von Günter Graf. Der ist schon schwer beschäftigt, denn unter seiner Anleitung hat eine ganze Schulklasse ihre eigenen Kugeln geblasen. Jetzt bin ich an der Reihe. Nochmal? Ja, und langsam jetzt. Und jetzt etwas stärker. Und ganz stark jetzt. Hopp. Voll Power. So, Sie sehen, super. Das ist sehr gut
gleichmäßig. Gebannt beobachten wir dann, wie Günter Graf ein kleines Kunstwerk erschafft. Diese Glasfigur soll sich später in einer geschlossenen Kugel aufspannen. Dazu formt er in der Flamme zuerst einen Becher, in den er die Figur einpasst. So, jetzt geht's. Und jetzt kleben Sie es fest, ja, quasi? Ja, jetzt wird es angeheftet erstmal. So, an einer Stelle. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis es abkühlt, dass es hält. So, jetzt habe ich das zusammengefügt. Jetzt muss ich diese Naht. Jetzt kommt der Deckel auf die Außenform und die Naht wird restlos verschmolzen. Zum Schluss bläst Günter Graf eine perfekte Kugel. Das Wunder ist vollbracht. Der Glasstern befindet sich nun in der geschlossenen Kugel. Kunstwerke im Glasmuseum in Wertheim. Über dem Taubertal zeigt sich bald Rothenburg am Horizont. Frankens touristisches Flaggschiff. Die weltberühmte Stadtmauer umschließt die Innenstadt. Millionenfach fotografiert das gotische Rathaus mit dem Kaisersaal und seinem 60 Meter hohen Turm. Weiter im Süden erreichen wir den kargen Rücken des Hesselberges. Das Münster St. Georg in Dinkelsbühl und im Vordergrund die evangelische Paulskirche. Die Etappe unseres Fluges über Franken führt uns in die Rhön. Über dem fast 930 Meter hohen Kreuzberg wird es ganz schön frisch in dem offenen Doppeldecker. Wir genießen die Aussicht und gehen bald wieder etwas tiefer mit Kurs auf Bad Neustadt an der Saale. Über der Altstadt, die Salzburg aus dem 12. Jahrhundert mit ihrer mächtigen Ringmauer. Gut zu erkennen, der Torturm im Norden. Gleich daneben der Stammsitz der Rhön-Klinik AG, eines der größten Zentren für Herz- und Gefäßerkrankungen in Europa. Über Bad Neustadt folgen wir dem Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer bis zur Stadtpfarrkirche und drehen dann noch eine Runde über dem Zentrum.
Miss Sophie nimmt Kurs auf die bayerisch-hessische Landesgrenze. Denn dort sammelt sich eine recht ungewöhnliche Gruppe zum Marsch auf den Kreuzberg. Wie kommt es hier so drauf? Einfach nur hier so einhängen. Also, an die Haken. Okay. Das sind ja wie Fahrradtaschen eigentlich. Das ist jetzt Amigo, Johannes Nüdling. Und wie haben die sich eingelebt? Die fühlen sich wohl ganz gut hier in der Rhön. Das zeugt zumindest von dem Nachwuchs, den wir bisher bekommen haben. Und sie kommen ja aus dem Hochgebirge, also ist das Klima, was wir in der Rhön haben, hier für sie eigentlich eher noch warm. Ist ja schon so komisch, wenn der mir so nahe kommt, weil man sagt, Lamas spucken jeden an, der so vorbeikommt. Wenn Lama einen Menschen anspuckt, ist es fehlgeprägt. Das Spucken ist ein angeborenes Abwehrverhalten gegenüber Artgenossen. Und normal aufgewachsene Lamas, das heißt, die in der Herde sozialisiert wurden, zeigen dieses Spucken eigentlich nur gegenüber Artgenossen. Ich habe mich ja schon gefreut, dass ich da jetzt mitreiten darf, aber ich glaube, Lamas ist nicht so wirklich zum Reiten gedacht. Nee, Lamas sind reine Packtiere und gehören zu den ältesten Haustieren, die es wohl überhaupt gibt. Sind also seit mehreren tausend Jahren domestiziert und werden bei uns, wie auch in den Anden, nur als Packtiere eingesetzt, das heißt als Gepäckträger. Und Amigo ist ein ganz stolzes Lama, finde ich. Guckt immer so aufrecht. Ja, Amigo ist der Leithengst in unserer 20-köpfigen Herde. Und so wie er sich jetzt zeigt, wird er sich auf der Tour nachher zeigen, weil er ist dauernd am Beobachten, was im Umfeld passiert. Aha. Viel Spaß, Amigo. Wenn man sich hier so überlegt, Lamas ist was Komisches. Und wieso? Weil die hier nicht zu Hause sind und weil das einfach auch was ganz Besonderes ist. Deswegen gehen viele schon zum zweiten Mal mit. Die Tiere seien so beruhigend, sagen sie. Und das Fell fühlt sich unglaublich weich an und ziemlich haarig. Mit entspanntem Gleichmut wandern die Lamaführer durch den Regen Richtung Kreuzberg. Wir haben uns zum Fliegen besseres Wetter ausgesucht. Es geht wieder nach Süden, nochmal über den Kreuzberg und das Franziskanerkloster mit der berühmten Klosterbrauerei. Die Saale entlang fliegen wir nach Bad Kissingen. Die Burgruine Bodenlauben ist das älteste Wahrzeichen der Stadt. Im 13. Jahrhundert lebte hier der Minnesänger Otto von Bodenlauben. Bekannter sind natürlich die Bad Kissinger Kuranlagen, Casino, Trink- und Wandelhalle. Unser Rundflug in die Rhön geht damit zu Ende. Immer den Main entlang erreichen wir die berühmten Weingegenden Frankens. Wir steigen weit in die Höhe und haben dann gute Sicht auf die Mainschleife. Vorbei am Kloster Vogelsburg geht der Flug weiter Richtung Volkach. Oberhalb der Stadt liegt die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten. Miss Sophie nimmt Kurs auf Ochsenfurt. Nur wenige Kilometer von der prächtigen Fachwerkstadt Ochsenfurt entfernt liegt der kleine Ort Frickenhausen. Dort besuchen wir das Weingut Mainzinger. In dem historischen Gebäude wird seit über 500 Jahren Wein hergestellt. Gerade kommen die Trauben direkt aus dem Weinberg in die Presse. Aus Qualitätsgründen werden sie hier noch von Hand gelesen. Die Weiterverarbeitung zeigt den neuesten Stand der Technik. Im Weinkeller von Jochen Mainzinger gärt frischer Federweißer.
Öxelgradmessen ist so das Zauberwort, oder? Wenn die Trauben mal eingeholt sind. Wenn die Trauben eingeholt sind, das erste natürlich, wenn der Traubensaft gepresst wird, das erste ist das Öxelmessen, um die Qualität festzustellen. Aber dann auch wieder die ganze Gärung über wird jeden Tag, spätestens jeden zweiten Tag, werden die Öxel gemessen. Mhm. So, jetzt schauen wir mal, was er hat. Genau die richtige Öxelzahl. An der Öxel sieht man dann auch, wie weit der Bremser ist. Mhm. Und dann darf ich auch mal probieren. Ich habe wohl einen leckeren Zwiebelblotz mitgebracht. Zum Federweißen passt es ja ganz gut. Sehr gut, ja. Wie schnell geht es jetzt, dass der Bremser sich wirklich zu einem alkoholischen Getränk entwickelt? Jetzt schmeckt es ja irgendwie wie Traubensaft. Es schmeckt wie Traubensaft, hat aber bestimmt schon 5-6 Volumenprozent Alkohol. Gestandene Mannsbilder sind schon an sowas zugrunde gegangen. Wenn sie dann im Keller sitzen, so wie hier, trinken ihre 5-7 Bremser und dann gehen sie hoch in die frische Luft und dann klappen sie zusammen. Das ist wirklich ein ganz gefährliches Getränk, also man muss schon aufpassen. Okay, wir passen auf, aber trinken jetzt trotzdem. Ja. Von Frickenhausen aus steuert unser Doppeldecker Miss Sophie Richtung Nordwest. Unser letztes Ziel heißt Würzburg. Vorbei an der Residenz fliegen wir hinüber zur Wallfahrtskirche, dem Würzburger Käppele. Die feste Marienberg leuchtet im goldenen Abendlicht. Ein grandioser Abschluss für unseren Rundflug über Franken. Vom Seenland bis zum Frankenwald, von der Frankenhöhe und der Rhön bis zum Untermain. Eine einmalige Reise im historischen Doppeldecker. Einfach ein unvergessliches Erlebnis.